Hallo, ihr YouTube-Süchtigen da draußen. Voriges Mal habe ich mich zum Deppen gemacht, wahrscheinlich. Aber schauen wir mal. Wir werden sich jetzt hier einen Weg hier raus suchen müssen. Hey Nico, sind wir der Außenwelt schon einen Schritt näher? Es muss einen Weg geben, die Tür aufzukriegen. Etwas, das Genen entgangen ist. Oder etwas, das Genen nicht gewusst hat? Richtig, das ist ein gnostischer Schrein. Was hätten die Gnostiker getan? Wir haben hier im letzten Video verzweifelt gesucht, hier rauszukommen, hier aus dieser Tür. Und hier war, wie gesagt, die Rätselslösung mit der Statue, mit den Figuren und der Geheimknopf. Aber schauen wir mal, ob wir es heute schaffen. Die verschnörkelte Lampe war nähere Betrachtung wert. Wir haben uns hier, ich zumindest, zum regelmäßigen Deppen gemacht. Oben müssen wir Das beginnen. Medaillon passte genau in die Fassung. Also oben, bitte. Boah, jetzt sieh dir das mal an. Das Licht vom Medaillon fällt auf diese blaue Figur. Das könnte unsere Fahrkarte nach draußen sein. Wenn du recht hast, erklärt das, warum Genen nicht rauskam. Er hatte das Medaillon nicht. Wir haben, und jetzt drehen wir einmal die Statue. Das ist nämlich das Blöde bei dem Rätseln. Ich Einmal. gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Dann drücken wir. Das klang, als sei etwas passiert. Nehmen wir das Medaillon wieder. Und wir nehmen das Medaillon. Und wir setzen es einen Stock tiefer ein. Jetzt drehen wir das Medaillon, drehen wir die Statue zweimal. Ich gab der Statue noch einen Stoß. Drücken wir Geheimknopf. Das klang, als sei etwas passiert. Gehen wir wieder zur Lampe. Und wir setzen dann das Medaillon logischerweise in der letzten Fassung ein. Drehen einmal. Es kann natürlich variieren. Es kann natürlich diese Lösung variieren. Das ist jetzt die Steam-Vari-Lösung. Es kann natürlich auf der Original-Version anders ausgehen. Ja. Ist das die Tür? Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, wir säßen hier fest. Nur wir beide. Für immer. Es hätte schlimmere Arten gegeben, für immer festzusitzen. Das ist die Tür. Komm schon, George. Es kann natürlich an der Lösung hier variieren. Es ist jetzt natürlich die Steam-Lösung. An der Originallösung kann es natürlich sein, dass die Lampen anders Nico und ich gesetzt hatten werden. die Tabula Veritatis. Endlich. Jetzt mussten wir Eva finden, Marquess retten und es schaffen zu fliehen. Stirb mir jetzt bloß nicht weg, alter Mann. George, es ist Lingham. Bleib zurück! Zum letzten Mal. Wo ist die Tabula? Sie werden sie niemals finden. Sie ist hier, in dieser Kapelle. Richtig? Sag es ihm einfach, Papa. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Schauen Sie sich Ihre Tochter an, Senor. Mein Mann hier würde ihr gern wehtun. Ich kann nicht zulassen, dass Sie Lucifer entfesseln. Sie würden das Chaos über die Welt bringen. George, wir müssen etwas unternehmen.
Naja, wie könnten wir denn ausschalten, denn ihren... Du stirbst sowieso, alter Mann. Sag mir, was ich wissen will. Sie werden sie niemals finden. Mauerhammer, den Revolver. Was können wir da machen? Alter. Schwarze Madonna. Das würde nicht funktionieren. Mit etwas Glück würde Langham nicht merken, dass der Schießprügel unbrauchbar war. Ja, probieren wir es einmal. Keine Bewegung, Langham! Na, wenn das nicht mein meistgehasster Amerikaner ist. Wo ist die Tabula? Selbst wenn ich sie hätte, warum sollte ich sie Ihnen geben? Weil Sie keine Wahl haben. Um Himmels Willen, George! Erschießen Sie ihn! Ja, genau. Wieso erschießen Sie mich nicht einfach? Reizen Sie mich nicht. Die Knarre da wird nie wieder schießen. Herr mit der Knarre, das kann ins Auge gehen. Großartige Chancen hatte ich nicht mit dieser rostigen Pistole. Also, haben Sie die Tabula? Nun ja, wir werden sich jetzt hier mal schauen. Wie gesagt, ihr könnt Wahrheit oder... Wenn ich Ihnen die Tabula gebe, versprechen Sie dann, uns alle laufen zu lassen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Nein, George! Nein! Endlich! Die Tabula Veritatis! Genauer gesagt, werde ich das Mädchen mitnehmen. Der alte Mann würde uns nur aufhalten. Nein, ich bleibe hier. Mein Vater braucht medizinische Versorgung, sonst wird er sterben. Wenn's nur das ist. Papa! No! Problem gelöst. Langham, Sie werden für Ihre Taten in der Hölle schmoren. In der Hölle? Ganz im Gegenteil, glauben Sie mir. Die Welt wird besser sein, George, sobald Jehova erst vernichtet ist. Was? Lucifer wird uns befreien. Sie können Jehova nicht vernichten. Ich kann. Und ich werde. Holt das Mädchen. Aber Sie haben versprochen, uns alle laufen zu lassen. Sie könnte mir noch nützlich sein. Einer meiner Männer wird draußen sein. Wenn Sie versuchen, mir zu folgen, erschieß sie. Kann's kaum erwarten, Boss. Eva! Sie müssen die Tabula zurückholen. Wir wissen doch nicht mal, wohin er geht. Wir wissen nur, dass es irgendwo im Mittleren Osten ist. Sonst nichts? Da war so eine Notiz. Irgendwas von wegen, unser Schicksal liegt im Paradies. Und wir haben eine Karte gefunden. Die zeigt die Quelle von 4 Flüssen. Aber mehr haben wir nicht. Kann das wahr sein? Sie wissen, was das bedeutet? Im Buch der Schöpfung wird ein Fluss erwähnt. Er strömt aus dem Paradies und teilt sich in 4 Flüsse auf. Wo ist dieser Ort, dieses Paradies? Eden. Er geht nach Eden. Der Garten Eden? Aber das ist doch nur ein Bibelmärchen, ein Mythos. Nein, dieser Ort existiert wirklich. Dort erschuf Jehova das Leben. Und dort erhielt Eva von Luzifer die Erkenntnis, das Wissen, wo die Götter im Gleichgewicht gehalten werden. Und Langham hat jetzt die Tabula, die ihn direkt dorthin führt. Nur sie können ihn noch aufhalten. Sie müssen ihn stoppen. Aber wie? Eva, sie wird es wissen. Er war von uns gegangen, doch ich wusste, dass er recht hatte. Wir mussten Langham aufhalten und Eva retten. Wird zwar noch nicht sehr leicht sein, aber wir werden sich hier einmal umschauen, bevor wir hier weitermachen. Tja, wir haben also jetzt hier Jäger Marquez verloren. Naja, jetzt schauen wir mal hier weiter, wie wir hier weiter können.
Schau, so, wenn wir hier natürlich hinausgehen, haben wir den schießbüchigen Bürger. Aber schauen wir mal, vielleicht haben wir hier noch eine andere Möglichkeit, dass wir hier rauskommen. Schauen wir mal. So, wir hier, da geht man zurück in die Höhle. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, dieses Spiel. Jetzt gehen wir da mal auf den Balkon hinaus. Unten an der Treppe war eine Tür, aber da wäre ich niemals hingekommen. Gerade schon wieder eine Regenrinne. Aber schauen wir mal, da klettern wir da mal den Regenrinne. So, warte, jetzt muss ich mal zurückgehen. Habe ich hier eigentlich schon das Funkgerät gegeben? Nö. Ich musste mich darauf konzentrieren, einen Weg daraus zu finden. Okay, dann müssen wir es später geben. Gut, dann sind wir da runterklettern. Regnen darunter. Die Regenrinne führte zu einem kleinen flachen Abflussgitter. Aber wer hätte das jetzt gedacht, dass die auf Funkgerät. Hey Nico, ich habe einen Plan. Over. Roger, George. Was meinst du? Ich deponiere das Funkgerät hier draußen. Vielleicht reicht das ja, um den Wachposten abzulenken. Gib mir eine Sekunde, um das vorzubereiten. Und dann sag was. Geht klar. Haha. Vorsichtig legte ich das Funkgerät in die Regenrinne. Er ist ja gar nicht so blöd und deppert, wie er ausschaut. Schnell, George! Ich habe einen Weg nach draußen! Vorsicht! Ich werde schießen! Boah, Hammer! Haha! Nun müssen wir jetzt ein bisschen warten. Bis der Typ ein bisschen näher gekommen ist. Das hätte nicht funktioniert. Scheiße. Posten. Der Hammer traf den Wachposten fest genug am Kopf, um ihn auszuschalten. Tja, das hätten wir mal gelöst. Komm, Nico, lass uns hier verschwinden. Der Wachposten macht uns bestimmt keine Probleme mehr. Was hast du mit der Wache angestellt? Also diese Treppe scheint sehr rutschig zu sein. Er ist irgendwie runtergefallen. Guck da, Nico! Eine Seilbahnkabine bereit zur Abfahrt. Schnell, bevor Lengem die Anlage stilllegt. Meinst du nicht, wir hätten vielleicht die nächste abwarten sollen? Wir haben sie erwischt, oder, Nico? Was jammerst du denn? So, wenn ich jetzt das Fenster aufkriege, ist alles gut. Vielleicht auch nicht. Noch nicht ausflippen, ich lass mir was einfallen. Der gute Georgie Boy lässt sich also was einfallen und ich lasse mir auch was einfallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.